Wir müssen unsere Demokratie schützen, sagen heute viele. Das ist ein geflügeltes Wort geworden. Ich finde, ein Staat, dem die Demokratie so sehr am Herzen liegt, der sollte die Demokratie schon im Namen tragen. Lasst uns die Bundesrepublik Deutschland umbenennen in Deutsche Demokratische Republik. Hallo, Sie können diesen Kanal ganz leicht unterstützen mit einem Abo. Ich habe festgestellt, das bringt wirklich was und kostet nichts. Also lasst uns gemeinsam die nächste 10.000er-Schwelle in Angriff nehmen. Dankeschön. Wer früher für Frieden demonstriert hat, der wurde als linker Spinner verspottet. Wer heute für Frieden demonstriert, der wird wieder verspottet. Nur wurden inzwischen die politischen Richtungsangaben vertauscht. Ein neues Wort haben wir gelernt 2023. Sondervermögen. Das hilft vielen Männern beim ersten Parship-Date. Seien Sie ehrlich, haben Sie Schulden? Nein, ich habe ein beträchtliches Sondervermögen erwirtschaftet. Habt ihr gehört, was Herr Boris Pistorius letztes Jahr gesagt hat? Unser Verteidigungsminister. Wir müssen kriegstüchtig werden. Er sagte nicht abwehrbereit oder verteidigungsfähig. Nein, er sagte ausdrücklich kriegstüchtig. Tüchtigkeit ist ein schönes Wort. Es umfasst weit mehr als bloße Bereitschaft. Tüchtigkeit meint auch eine gewisse positive Grundstimmung den zu Leistenden gegenüber. Da ist jemand tüchtig bei der Sache. Ja, da hat jemand Freude daran. Wir müssen kriegstüchtig werden, meint der Verteidigungsminister. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen wieder friedenstüchtig werden. Das ist meine Forderung. Ja. Darf man eigentlich das Lied Russen noch singen von Udo Lindenberg? Ist das bekannt? In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Ja. Ein Wessi spricht, ey, vergessen Sie nicht, der Russe, der ist schlecht. Ich frag, welcher denn? Da sind doch mehrere. Ja, da hätte ich ja nur auch wieder recht. In 15 Minuten sind die Russen am Kurfürsten da. Und überhaupt ist alles voll Sahne, weil man sich so prima versteht. Und die Russen sind ja gar nicht so, wie immer in der Zeitung steht. Provokation pur, gestern wie heute. Bravo! Wir müssen unsere Demokratie schützen, sagen heute viele. Das ist ein geflügeltes Wort geworden. Ende 2023 wurde erstmals unverhohlen angeregt, in Thüringen die Verfassung zu ändern, aus Angst vor dem Wählerwillen. Wenn unsere Demokratie ein solches Problem hat mit Wahlergebnissen, vielleicht sollte man dann zum Schutze der Demokratie Wahlen komplett abschaffen. Ich finde, ein Staat, dem die Demokratie so sehr am Herzen liegt, der sollte die Demokratie schon im Namen tragen. Lasst uns die Bundesrepublik Deutschland umbenennen in Deutsche Demokratische Republik.